Okay, einmal getrunken, gestreckt und gelupft. Und wieder back in business. Wir holen uns jetzt also diese... Ach, wisst ihr was? Das habe ich nicht so bedacht, aber... Wir machen diesen Boss hier. Warum nicht? Warum nicht? Ich freue mich, wenn bei dem Part, wo ich mir... Oh, wie ich diese Kombi hasse. Ich hasse sie wie die Pest. Ah, ich dachte, ich komme damit weit genug weg. Ich hasse euch alle. Geht euch ertränken. Spielt Ben Drown Real Life. Toll, da ist ein Estes weg und ich brauche Estes. Okay. Das Geisterschiff. Ja, nicht viel darüber gibt es zu sagen, muss ich zugeben. Es ist ein Geisterschiff. Mehr weiß man nicht. Ist es überhaupt ein Geisterschiff? Nein, es ist ein ganz normales Schiff. Also man weiß eigentlich meiner Meinung nach nichts darüber. Oh, wie ich das hasse, wie ich die Typen hasse. Ich hasse euch alle so sehr. Ja, sobald man hier drauf kommt, kommt ein Skimmer. Kommen nämlich ganz viele Gegner. Was war denn ein Skimmer? Na ja, so ein Ding. Ein Curved Sword. Dich muss man schon die schweren Geschütze ausfahren. Erstmal nur mit Life Gems, um schön viele Estes zu sparen, weil Life Gems dauern lange. Und das ist das Schlechte dran. Ich hab nicht den Knochenstaub benutzt. Mal wieder. Gott, den vergisst man auch so schnell. Okay. Seid ihr bereit? Direkt noch ein Boss. Yay. Naja, eigentlich ist da ein paar zwischen, aber trotzdem, direkt noch ein Boss. Gut. Das ist Flexible Sentry. Relativ easy. Problem? Man muss ihn auf seiner Keulenseite behalten. Damit er easy bleibt. Sorgt man dafür, dass er... Wow. Sorgt man dafür, dass er seine Schwertseite wechselt, zu seiner Schwertseite wechselt, dann ist man im Arsch. Au. Blutungsschaden, oh Gott. Ich hab's gewusst. Das sind all diese Leute mit zu viel Reichweite. Ich weiß, die gehen nicht weit genug. Ich kann nicht weit genug wegkommen. Aber ich versuche es jedes Mal wieder. Warum gibt es nicht diesen einen Ring aus dem ersten Teil? Gut. Dann hole ich mir jemanden, der ein paar Schläge einsteckt. Ich will ja nicht noch mehr Fehler machen und dann ewig brauchen. Oh, das bräuchte aber so ein Ding. Au, denke ich mal. Ach, come on. Echt Öl? Lieber nicht, lass das. Jetzt brauche ich nur noch einen einzigen Treffer von irgendeiner Art Feuer. Und ich mache Boom. Und wie wir alle wissen, ist Boom nicht gut. Boom ist schlecht. Niemand mag Boom. Gott, ich bin immer noch zur Hälfte mit Öl getränkt. Das fließt normalerweise langsam immer runter, ähnlich wie Gift und später Schnee. Naja, was heißt hier später? Schnee gibt's nur in dem DLC. Ich bin ja immer noch damit voll. Bitte Wasser, helfe mir. Warum hilft das Wasser nicht? Hey, wo's ab? Was kommt der denn mit runter? Du passt doch gar nicht auf die Treppe. Okay. Jetzt haben wir jemanden als Kugelhagel. Und... Ja, mich. Den brauchen wir noch. Das Dumme ist,
Leider. Obwohl, vielleicht kann ich ihn dazu bringen, dass die Schwertseite auf ihn gerichtet ist. Was ist denn da jetzt eigentlich plötzlich los? Oh. Weil ich mehr Leute habe. Au. Oh, das hasse ich, wenn Leute das machen. Wenn sie in der Lage sind, mir auszuweichen. Holy Manobles. Hey. Oh, get stun locked. Komm schon. Yes. Teamwork. Yay. 15.000. Da sieht man mal, wie schlecht er ist. Das sind 15.000. Ah. Als ob ich mir sowas abgebe. Hier übrigens ein Fehler, den man sehr, sehr schnell machen kann. Nicht öffnen. Oder sagen wir mal so. Nicht daran gehen. Ehe man das hier gemacht hat. Hier gibt es nämlich die Pyromantieflamme. Die ist nämlich sehr gut, weil sie kostet keine Attribute. Okay, man braucht den Attribut, um generell Zauber nutzen zu können, aber also Slots dafür zu kriegen. Aber sonst kostet er nichts. Und dann kriegt man es hin, dass man plus 3 Slots hat und kriegt dann noch die Forbidden Sun. Dann ist man eigentlich gut ausgerüstet. Normalerweise richtig gut ausgerüstet mit Schwertern und so. Und dann ohne irgendwie auf Faith oder Intelligence zu skillen. Einfach mal noch Zauber nutzen zu können. Ah ja, der Ding habe ich ja direkt am Anfang gefunden. Weil er schon kannte. Hier bin ich mal gestorben. Ich stand hier. Ich mach das mal von hier aus. Und ups. Ganz knapp am Rand und dann nicht. Und runtergefallen. Oh, das war gut. Und dann habe ich es nicht mal dahin geschafft. Das war sogar noch besser. Naja, ist passiert. Kann man nichts gegen ändern. Ich hasse seine Kombi und dann nochmal so ein Arschtritt am Ende. Was soll das? So, hole ich mir jetzt mal so ein Curved Sword. Wie viel brauche ich denn? Zu viel. Ich brauche 4 Level durch, mal gucken, 5.000. Okay, die Level für Dual Welding kriege ich hin. Aber dann kriege ich mit Glück gerade mal einen einzigen Punkt auf. Oh Gott, jetzt hänge ich fest. Gerade mal einen Punkt auf Tragkraft machen. Irgendwo hier konnte man doch rein. Ich meine jetzt nicht für das Bonfire, war jetzt ganz gut. Da, das meine ich. Diese Früchte, die sind sehr nützlich. Für ein anderes Gebiet. Und das ist, was ich brauche. Aber wir sind jetzt hier. Hm, wo sind wir denn? Ganz einfach, wir sind hier. In der verlorenen Bastion. In der eigentlich ersten Station. So, gehe ich mal wieder dahin. Vielleicht blocke ich auch ein paar Boss-Seelen. Um endlich das Ding dual-wheelen zu können. Und trage ich ja auch schon hier den zweiten Drachenring. Und den Royal Soldier Ring. Plus 1, ich weiß. Aber den zweiten kriegt man erst in Drainlicks Castle. Oh Gott. Ja, was wollte ich meinen? Genau. Mal sehen, gucken. Ein stolzer Ritter. König. Nochmal so ein Tausender. 800. Nice. Und 50. Okay. Der letzte Gun, der Purisher, Dragon Rider, Flexible Sentry, Scorpion. Also hier weiß ich, er hat ein Gold, Ultra-Großschwert, aber das ist nicht gut. Der letzte Gun, ich glaube seine machen wir weg.
Boom. So. Vielleicht, aber nur vielleicht, haben wir jetzt die Kraft, um das Ding durchwühlen zu können. Können wir? Sind wir in der... Oh Gott, gehen wir. Ja. Sind wir in der Lage? Ich sage nein, aber sind wir in der Lage? Wir sind nicht in der Lage. Gott, ey, diese zwei Level haben... Naja, schon ein paar Prozent gebracht, da komme ich zu. Okay. Als erstes das, damit ich das nicht vergesse. Da sitzt sie wieder. Ja, ich habe keine Slots dafür. Was für Zauber haben wir eigentlich alles schon? Great Soul Arrow, Hungry Soul Mask und eine kleine Fireball. Ich habe jetzt gerade kurz vergessen, was ich machen wollte. Genau, das wollte ich gucken. Wir haben keine Scherben. Das hier ist übrigens. So schade, nachdem was hier gegeben haben. Man kann so schöne Sachen hier geben. Oh, there you are. I'm here in Medulla, thanks entirely to you. You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. The only thing I can offer is pyromancy. Ja. Gib mir mal ein bisschen. Oh. Ich weiß, ich bin am Ende zurückgegangen. Hier brauchen wir die Fire Seeds. Sie verkauft zwar ein paar Fire Seeds, aber 8000. Hm. Hier gibt es noch einen Typen eigentlich, aber den habe ich in Moments Wildfire auch liegen lassen. Okay. Ja, dann brauche ich wohl noch ein paar Seelen. Vielleicht besiegen wir... Oh Gott, nee, nicht den. Nein, 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 nein. Ich erinnere mich daran, ein Gegner, der... Den könnten wir nebenbei besiegen. So ein kleiner Nebenboss. Seine Seele wird uns auch einen ganz besonderen... Sag ich mal... Eine Säurewolke bringen. Für die Pyromantie. Die bewirkt, dass Rüstungen sehr schnell nachgeben. Problem. Leider müssen wir, ist er etwas kniffliger. Vielleicht mit Dual-Wielden. Aber leider wären seine Seelen die Seelen, die wir bräuchten zum Dual-Wielden. Ich dachte, ihr habt gerade was gehört. So, so, so. Ja, Langhahn, wo kann es nur hinführen? Ignoriert den Bug, der gerade passiert ist. Das ist nur, weil ich die Grafikeinstellung runtergestellt habe. Weil diese zwei, das zweimal hängen da, das war schon interessant. Das ist nie passiert. Die Türen von Pharao. Komm, attackier doch. Ich wusste gerade überhaupt nicht, wie er angreifen wird. So, weg bei dir. Baby, gibst du mir? Sogar mehr als ich besitze. Ha, nett von dir. Ein Prismastein. Ein Prismastein. Die sind eigentlich nutzlos für mich. Obwohl, die müsste man Thilo und Dina geben können. Na, kennt ihr die Typen? Genau, das ist der, den wir da verscheucht haben im Prinzip. Echt, der Typ kommt mal einmal? Hm. Und es sind noch überall Locksteine. Get wrecked! Und Mimic. Nein, natürlich nicht. Ein Dragon Charm. Das ist ein sehr gutes Ding. Hier. Ähnlich Q's Poison greatly restores. Also das heißt, er heilt viel mehr als ein normaler. Oh,
brauche erstmal ein bisschen Rache. Ah, so gut. Alle, die schon in The Black Gulch waren, die wissen, was ich meine. Wir werden da auch hin müssen. Vermutlich sogar als vorletztes, weil Lost Sinner, damned. Einer der, in The Lost Bastille, der Boss, der ist generell an sich schwer. Aber der andere, zu dem wir als vorletztes hingehen, der ist schwer, weil der Weg dahin ziemlich knifflig ist. Und wir da ein paar NPCs im Weg haben. Was Schlechtes. Nein, 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 nein. Dammit, die können rennen. Was war denn das? Ich hatte schon Angst, wieder runterzufallen. Warte mal, ich hätte nicht ganz drauf geachtet, was ich gekriegt habe, aber habe ich? Nee. Ich dachte, ich hätte nicht von dem einfach mal so sein Schild gekriegt. Weil sein Schild hat 100% Feuerresistenz. Die könnten wir gebrauchen. So, hier sind wir jetzt eigentlich in dem Gebiet von der ersten großen Seele. Brightstone Cove, Zeldora. Ja, Zeldora. Das ist die Rüstung, die wir haben. Hier könnte man sie auch auf natürliche Wege kriegen, aber erst hier mehr Seelen zu kriegen? Ich weiß nicht. So, und ich könnte jetzt entweder alles da hinten skippen, um da direkt hinzugehen. Oder... oder ich mache das alles für Seelen, Items, das übliche halt. Ich wollte gerade sagen, ich habe die doch voll erwischt. Oh nein, jetzt ist Schweineschwein. Oh. Aus dir mache ich ich wollte gerade Schinken und Speck gleichzeitig sagen. Er macht aus dir halt Schinkenspeck. Aha. Ich krieg jetzt echt so Schinken von dem. Oh, das wäre genial. Mo. Ein Rapier. Was? Nein, kein Rapier. Verdammtes Ding. Verdammte Typen. Da hilft doch kein Speck. Speck gibt immer. Entschuldigt an Leute, die da draußen kein Fleisch essen können. Ich bin halt so einer, der Fleisch isst. Und zack, beim dritten Mal erwischt. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse euch so sehr. Wenn ich spam, rennt ihr weg. Ich hasse euch einfach. Fertig. Wenn man auch keine Chance hat, wenn man einfach in ein so einer Kombi festhängt. Sei es nur noch, weil ich nicht dual-wählen kann, weil ich spiele das Spiel in enormer Geschwindigkeit. Bald schon eine der großen Seelen zu haben, die ich brauche. Natürlich, was auch sonst passiert, als dass ich gleich schon wieder tot bin. Natürlich! Alles nur für E-Gems, witzig, nicht? Ja, Spaß. Haben wir noch mal so eine scheiß Kombi rein? Warum nicht? Klar. Macht ruhig. Tot. Ist das also doch ein Rapier oder wie?
Natürlich, von der Seite. Ich weiß, man muss etwas bedachter daran gehen. Ja. Trotzdem, das habe ich nie gemacht. Und ich bin durchgekommen. So, er ist eine kleine Taktik. Man wartet. Und haut ihm dann alles rein. Komm, Bacon. Komm her. Natürlich haben die genug Rückstoß. Und das hat Kai jetzt getroffen. Wow. Wenn ich das Fleisch aber so ansehe, ich weiß nicht, ob die wirklich so gut wären. Naja, vielleicht wird's besser, wenn man es rüstet. So, nun zu dir. Warum können die eigentlich zwei Pfeile schießen? Haben die eine besondere Bogen? Haben die eine besondere Fähigkeit? Warum können die zwei immer schießen? Ihr Kommentare, erklärt mir das. So, wo stehst du denn ungefähr? Da. So. Hätte ich auch den. Apropos. Da seht ihr den. Pass auf, den kann man ganz besonders überraschen. Stellst du ihn bei hier hin oder na, danke. War nur ein Dummy. Witzigerweise ist, ich bin nie drauf reingefallen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da reingegangen, bevor der überhaupt eine Chance hatte, mich zu überraschen. Seltsam, ich habe erwartet, dass hier noch jemand ist. Eine große Titanitscherbe. Ein paar namenlose Soldaten. Eines stolzen Ritters und noch ein namenloser. Das Katzen. So, hopp. Das war schlecht. Schon wieder. Zwei. Na, geht doch. Aua. Was war das gerade? Ah, ja, jetzt weiß ich, was das Geräusch war. Stimmt. Ich hoffe, ich krieg den down. Geh mir nicht auf die Nerven. Ich war nicht bei genügend Stamina. Der wollte nicht losrennen, wie ihr gesehen habt. Hopp. So. Das Geräusch von nämlich der da. Da muss man. Da habe ich mich schon nicht gefragt. Oh. Kriegt er mich vielleicht, weil. Das ist wirklich für meine Waffe nicht gut geeignet. So ein enger Raum. Wird hoffentlich zum Glück nicht so häufig passieren. So. Es ist so. Wird hoffentlich nicht so passieren. So. Das erste Mal, dass wir einen Mimik sehen. Seht ihr diese silbernen Laschen? Die sagen an, das ist ein Mimik. Man puncht also drauf. Dann zeigt er sich etwas. Und dann kann man so richtig draufhacken. Und dann droppt er irgendetwas. Hätte ich übrigens nicht drauf eingehackt, sondern ihn geöffnet, hätte er mich angegriffen und ich wäre tot gewesen. Auf jeden Fall. Ich bräuchte eine richtig gute Rüstung, um das, einen Angriff eines Mimics zu überleben. So. Jetzt wird das gespeichert sozusagen. Und haha, jetzt geht's weiter. Nie wieder dahin. Das ist auch eigentlich. Hier sind ein paar witzige Typen, die da, um genau zu sein. Hey Jeff, wie war's auf der Arbeit? Schlecht? Ich weiß. Naja. Ciao. Hä? Oh. Die da hinten will ich gerne anlocken, aber das richtig zu timen ist nicht gerade leicht. Der Typ, den interessiert mehr, diesen blöden Stein umzuschmeißen, als mich zu attackieren. Oh, das war ein super Flug. 10 von 10 Punkten.
Ah, die Seele eines Mutigen. Und etwas, was er gedroppt hat. So viele Smooth and Silky Stones. Boulder, Boulder, Boulder. Oh Gott, ich glaube, die waren heftig, weil wenn immer ihr Leute hier mit diesen dunklen Waffen seht, wie die da hinten, haltet euch fern von denen. Sie wirken schwach. Aber Waffen, die mit Finsternis ausgerüstet sind, sind verdammt stark. Es gibt ja zum Beispiel in einem bestimmten Gebiet Gegner, die sind wirklich schwächlich. Die haben ein paar Schläge, selbst die mit der Combo sind nur nervig. Aber dann kommen die Typen mit dem Messer, was sehr auffällig ist. Und dann nicht Finsternis unter drauf. Nicht Try Jumping. Danke. Und warum sind sie so schwer? Weil die Finsternis auf ihren Waffen haben. Ah, habe ich wohl nicht genug Stamina für dich. Tut mir leid. Oh, ein Fackel. Oh, da fängt's schon an. Habe ich? Ich habe mein Flammenbutterfly. Flame, Belaine. Spinnen. Uah. Obwohl, die finde ich gar nicht so schlimm, weil sie so hell sind. So. Überall spinnt. Sie werden auf zwei Sachen reagieren. Einmal das hier. Oder vielleicht auch nichts, wer weiß. Aber hier eine Flamme zu setzen ist schon mal gut. Und auf die Kiste. Weil es gibt drei Arten von Fallen in Kisten. Eine kennen wir schon. Das Giftgas. Hier kommt die zweite. Eine rote Kugel. Die bewirkt, dass alle Gegner im Umkreis auf Angler werden. Hier kommt der Trick. Spinnen hassen Licht. Dieses Licht. Nicht das Licht eines Bonfires. Das ist irgendein Grund nicht. Da kann das schön so durchmähen und... Da fühlt sich schon immer gut an. Und sie droppen auch sehr viel. Es riecht in höheren Stufen. Erwischt. Wo ist es das? Ihr solltet da nicht so eine Art vormachen, aber naja. Ah. Ich wette, es hätte es mir attackiert. Priestersachen. Was? Above a head and then back. Was? Ich wollte gerade sagen, was sind diese blöden Geräusche? Aber das ist der nächste. Boss? Nenn den Boss. Weil ausnahmsweise ist es kein Boss. Oh, habe ich schon viele Seelen, die werde ich gleich so nutzen. Das sind die Typen hier. So empfehlenderweise. Erst recht mit so einer Bild wie meinem. Ist natürlich. Weg zu rennen. Das war schlecht. Das ist schlecht. Das wird schlecht bleiben. So, jetzt kommen die Typen. Die sind eher weniger wichtig. So. Der schwere Part ist eigentlich erledigt. Na, du. Weißt du was? Weißt du was? Bam! Ins Gesicht. Keine Seele oder irgendwas. Einfach nur ein Titan Slap. Obwohl, doch ein bisschen. Nett. Yay. Und eine wichtige Person. Hier oben. Wer sich an Dark Souls 1 noch an einen bestimmten Typen erinnert. Und sondern nicht den im Glockenturm nach den Gargoyles. Der kennt den Typen vielleicht. Oder wird's bei dem freuen? Ah, ein Bonfire Aesthetic. Das bringt sozusagen. Wir können New Game Plus künstlich hervorrufen. Wir machen ein Gebiet. Ist mal auf dem Weg. Wir machen ein Gebiet sozusagen schwerer.
Der Typ, naja, vielleicht hat er irgendwas Gutes. Der würde, wenn wir Sünde gemacht haben, würde er uns vergeben. Sagen wir so. Ah, ganz viele Beitringe. Poisonring, Poisonbeitring, Bloodbeitring und Cursebeitring. Würde unsere Resistenz gegen die Sachen erhöhen. Wie gesagt, und unsere Sünde ist sozusagen, invasieren wir Leute oder töten NPCs, wird unsere, kriegen wir mehr Sünde. Und im, Gott, tiefe Stimme. Und immer, je mehr Sünde wir kriegen, desto häufiger passiert es, dass wir invasiert werden. Falls ihr nicht wisst, welchen Sündungsstatus ihr habt, geht einfach hier auf Player Info. Und hier. Das Sündenlevel. Ein Strich heißt nichts. Dann gibt's noch den Sinner und Ratched. Ratched ist das Schlimmste. Das habe ich aber selbst noch nicht erreicht in einem Stand, in dem ich ausschließlich Leute invasiert habe. So. Soul of a Broadnight. Oh, was mache ich da? So vielen Seelen. Können wir endlich mein Bild machen? Dann bin ich endlich komplett. Okay. Schluss mit Gefühlen, jetzt wird's ernst. Gleich können wir noch Gefühle zeigen. Jim Warrior. Okay, mal gucken. Irgendwelche Scherben oder Staub? Nein. Einmal Level Up. Und zwar nehme ich alles hier rauf. Ein Sekündchen. Ganz vergessen. Weil die Dinge sind mächtig. Wir finden in dem Gebiet jetzt, wo wir gerade waren, sogar eine noch viel mächtigere Seelenart zum Plop. Die mächtigste. Die Seele eines Helden. Die bringt, glaube ich, 10.000 oder so. Und oh mein, das ist eine Menge. Naja, später nicht. Später, nur mal so, auf meinem jetzigen Stand brauche ich 170, 180 Seelen, um einmal höher zu kommen. Was riecht da? 170 bis 80.000. Fünf Level, komm schon. Jetzt müsste ich doch stark genug sein. Bin ich es. Komm schon. Give me the power. Yes. Zack. Das normal halten. Das wird zum Ring. Rechts schwach. Links schwach. Rechts stark. Und links stark. Und nun dual wielden wir sie. Links ist immer noch dasselbe. Vorher. Aber wenn ich jetzt in dual wielden Modus mit dem linken angreife, machen wir mal doppelt hier. Das können wir nochmal nach links machen. Und etwas, was nicht doppelt geht, aber trotzdem stark ist. Bam! Das ist mein Bild. Seht euch das an. So unglaublich. So stark. So viel Reichweite. Wir sollten den Typen endlich mal in sein Haus lassen. Da habe ich seit Ewigkeiten alles Mögliche gemacht und den Typen nicht mal sein Haus gegeben. Ich merke gerade, ich bin etwas überzogen. Ein bisschen geht trotzdem noch. Längere Parts sind immer besser. Erst recht, da ich ein bestimmtes Partlimit habe, kann sagen wir so. Weil Dark Souls kommt bald raus. Ich werde täglich versuchen, ein Video hochzuladen. Und ich muss es hinkriegen. Dark Souls 2 zu beenden. Bevor wir, bevor Dark Souls 3 rauskommt. Wenn es sein sollte, dass ich sehr früh fertig bin, sagen wir, oh, was ein Wunder, ich bin schon nach 20 Parts schon fertig, wie ist das möglich? Machen wir noch extra Stuff. Nicht die DLCs, die könnt ihr vergessen. Da hatte ich mächtig Probleme, ich brauchte sogar Hilfe. Aber Sachen wie Bonusbosse, extra Sachen und ähnliches. Vielleicht sogar etwas PvP, wo ich verlieren werde. Aber das und vieles mehr. Bei den nächsten Folgen von Dark Souls 2. Ciao.